Matthäus, ihr beiden seid ja die Coaches der zweiten Damen der BG West. Daniel ist selbst sogar noch aktiv beim Final Four als Spieler der Herren von BG West. Ja. Aber als Coach der zweiten Damen, was glaubst du, wie werden deine Mädchen abschneiden? Also unsere ersten Damen sind natürlich ein harter Brocken. Erste Regionalliga, einziges Hamburger Team, was im Moment so hoch spielt. Wobei wir haben auch eine Spielerin, die spielt bei denen mit. Dadurch haben wir natürlich ein paar taktische Hoffnisse von denen, die kennen wir schon. Also ich glaube nicht, dass wir gewinnen, aber ärgern wollen wir sie auf jeden Fall. Matthäus, wie siehst du das denn, die Chancen deiner Mädchen im Halbfinale gegen BG West 1? Ja, ich bin jetzt noch knapp seit einem Jahr hier dabei. Ich glaube, dass dieses Team unheimlich talentiert ist und auf jeden Fall, wir werden eine lange Zeit unsere erste Dame ärgern können. Ob es dann tatsächlich zum Sieg reicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, aber ich glaube an das Beste bei uns. Auf jeden Fall steht ja fest, eine BG West Mannschaft wird das Finale erreichen. Das ist schon mal klar. Matthias, wen erwartest du denn im Finale für, als Gegner gegen BG West? Das ist sehr schwierig natürlich. Ich denke, Hahi hat eine sehr, sehr starke Truppe, aber auch ETV kann es halt sehr gut. Also ganz genau festlegen möchte ich mich da eigentlich nicht. Und Daniel? Ja, ich kenne beide Teams, viele Spieler von den anderen Teams. Also ich würde mich sehr wundern, wenn es nicht Hahi machen würde. Also ich denke nicht, dass ETV 2 da eine Chance hat. Vielen Dank. Ja.